Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark mit Reggie und unserem neuen Flugsaurier und unserem Egon und den beiden Raptoren. Hallo, hallo, ja, hallo. Eine riesengroße Dino-Familie. Yay, ja. Hallo. So. Hallo Egon, so, ich muss ihn erstmal irgendwie leer machen. Nicht reiten, leer machen, Reggie. Das ja, sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich hätte auch hole jetzt aus Leiter reingepackt, oder? Raus, ne? Ja, Leiter, perfekt. Ich hole aus ihm jetzt sowieso alles raus. Ja, mach das. So, ich schalte mal ganz kurz Gamma ein. Wird langsam dunkel. Ja, das geht noch. Aber du hast recht. Bevor ich das gleich wieder vergesse. Ups. Und dann die Leitern. Hella, warum auch immer ich jetzt den Bogen ausgewählt habe. Manche Dinge sind komisch. So, jetzt kommen wir auch zu Icarus nach oben. Ich hab da einfach eine Leiter hingepackt. Und die Leiter stellst du an ihn dran und. Was? Dann kannst du aus. Nein. Keine Ahnung. An die Wand hier, damit du hochklettern kannst zu ihm. Weil wir parken ihn natürlich auf dem Dach, damit wir ihn mitnehmen können. Und dann erstmal erkunden können, ob die Insel safe ist. Das sieht cool aus. Ach so, das ist natürlich, das ist richtig geil. Vor allem, wie er da oben guckt, das sieht so lustig aus. Hallo. Weil, wenn wir auf einer neuen Insel sind, fliegt einer von uns beiden einfach mal los und dann erkunden wir. Ja. Wenn wir genug Chitin haben, können wir noch einen zweiten haben. Ja, das lässt sich ja eigentlich relativ easy machen. So, wir haben jetzt 29 Kristalle übrigens. Und 224 Eisen. Naja, bisher noch unraffiniert, ne? Ja, das müssen wir halt dann, ich weiß nicht, der Ofen steht aber schon, ne? Der Ofen steht, kannst alles in den Ofen reinpacken. Ja. Ich nehme jetzt das Holz raus, baue die Werkbank, repariere meine Axt und mache erstmal mein Level up vorher. Und du hast doch schon dein Holz rausgenommen. Nö. Hier sind bloß noch 19, ach nee, ja. Was also ich nehme mir den kleinen Stapel. Schrotflinte. Einfache Schrotflintenmunition. Weiß nicht, Schrotflinte ist mir ein bisschen zu nah dran. So, was fehlt also noch? 200 Eisen transportieren geht schon mal nicht. Okay. Verdammt, mir fehlen 3 Leder. Warte. Warte mal. Lege ich dir in die Kiste. Ich habe doch exakt 3. Achso. So, jetzt hast du sie. Ah, danke schön, bewegt. Ich brate mal noch ein bisschen Fleisch nebenbei. Ach, du hast schon wieder ein Dilo gezähmt? Ja, der meinen Terranodon angegriffen hat. Meine Icarus. Achso, den hast du einfach gezähmt. Du hast so, ja, ich hatte gerade nur 10 Pfeile, um mich zu wehren. Ah, okay, alles klar, verstehe. Hallo? Okay, gut. Ah, wie cool. Oh Gott, aber wir haben ja hier sogar schon 69 Stück drin. Krass. Mhm. War mir gar nicht mehr so bewusst. Not bad. Wo sind die jetzt hin? Hast du jetzt genommen? Die sind verschwunden von alleine. Natürlich. Ich dachte, wann macht ihr schon die so eine Angst, ey? Weißt du, was wir anmachen müssen beim Server? Das fand ich ganz Na? Cool. Na? Gebäude ineinander platzieren, so können wir die Werkbank ein bisschen mehr an die Wand setzen und so. Achso, ja, stimmt. Das haben wir extra ausgestellt eigentlich, ne? Mhm. So, ich baue mal hier unser Bett hin. Also wir haben jetzt übrigens ein Bett. Wenigstens eins schon mal. Ja. So. Und das, was ich beim letzten Mal nicht machen konnte. Ich hab's ja nicht hinbekommen. Während der Fahrt bauen geht übrigens nicht wirklich. Deswegen hatte ich die Stühle noch nicht platziert. Jetzt brauche ich doch nochmal 5 Leder, um mir meine Axt zu reparieren. Was man für jeden Scheiß Leder braucht. Tja. So ist das. Da müssen wir nochmal los, Flauschinator. Komm. Okay.
Cool. Mit was drehe ich jetzt diesen Stuhl? Okay. Mit mir selbst. Also ich muss sagen, die Steuerung beim Bauen ist echt nervig, ne? Kleines verkacktes Drecksvieh. Willst du Stress oder was? Komm her. Komm her. Gib mir meine Bären zurück. Was ist los mit dir? Tja. Meine Bären sind weg. Sicher, Öl? Komm wieder jetzt nicht hoch. Ja, komm weg. Also die Stühle stehen jetzt zwar genau vor der Leiter, aber man kommt noch hoch. Ich kann mich hinsetzen. Oh, das sieht cool aus. Kann die Nacht beobachten. Guck mal, weißt du, ich sitze hier bei Regen in der Nacht. Total gemütlich. Aber ich meine, ich muss da ganz ehrlich sagen, mit dieser Gamma-Einstellung, es ist ein geiles Bild. Es wäre ein richtig cooles Bild, wenn es irgendjemand malen würde. Nice. Muss ich ja sagen. Also ich muss sagen, sie haben schon coole Gimmicks gemacht. Und warum? Ach nee, ist nicht aus. Okay. Ich würde sagen, warum ist das Ding jetzt eigentlich aus? So, soll ich mich darüber trauen? Ich hoffe, das sind keine bösartigen Dinos. Wer weiß. So, dann müssen wir hier noch eine Fackel hinbauen. Achso, da muss man ja auch irgendwie Brennstoff reinstecken, ne? Ja. Nehmen wir Stroh. So, Stroh ist immer gut. Der Stroh geht viel zu schnell leer. Ja, aber davon haben wir genug. Jetzt braucht jetzt theoretisch keiner die Fackeln. Warum? Mein Dilophosaurus war 26 und gegen den 6er verloren. WTF, was für ein Noob. Kein Wunder, dass er gestorben ist. Ich dachte gerade so. Vor allem mein. Gar nicht meiner. Okay. Hast du jetzt mit ihm zusammengekämpft oder bist du nur rumgelaufen mit ihm? Nee, ich bin rumgelaufen, der ist umhängen geblieben und daran gestorben. Ach ja. Was für ein Noob, ey, ich sag's dir. 26 verliert gegen 6. Ich bitte dich. Und dabei habe ich ihm noch gerade Leben geskillt. Tja. So ist das. Ich bin glücklich, dass es Lauf hat, wenn es sicher ist. Nur hast du keinen Raptor dabei? Ja doch. Wenn da irgendwas Riesiges ist wie ein Rex, dann bringt mir mein Raptor auch einen Scheiß. Ja, gut. Aber erstmal, aber gegen viele Sachen kann er ja gut ankommen. Kann, ich glaube an nicht. Unsere Raptoren. Hm? Kann, muss aber nicht. Doch. Macht die Raptoren nicht schlecht. Nein, ich finde sie schon ziemlich cool. Ich meine, die können schon echt viel. Naja, Wasserglas. Bauplan. Gott, ist das im Wald dunkel. Heilige Scheiße. So, warum kann ich jetzt nicht sehen, was ich hier... Ich will sehen, was ich brauche, Mensch. Jetzt? Warum sehe ich das denn? Hä, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn? Keine Ahnung, meine Herstellung ist verbuggt. Ich sehe nicht mehr, was ich brauche, um Pfeile herzustellen. Du musst einfach mal... warte. Wo war das? Da, ganz oben rechts. Tooltips an, ausschalten. Unter Herstellung steht das. Das ist so ein I, so ein kleines I. Ja, ja. Ah, sehr gut, danke. Hatte ich auch schon gehabt, deswegen. Ja, wie seltsam, ne? Du weißt jetzt nicht, ob ich meine Feuersteine doch noch brauche. So, ich komme zurück. Ins sichere Gefilde. Oh,
Oh, Dinosaurus Level 1, wie süß. Nur die kaputt, Junge. So, wie süß. Wo hast du die Fasern reingemacht? Hab ich die noch dabei? Nö, ich hab sie reingepackt. Irgendwo. Ich glaube sogar in die Werkbank. Okay. Ja, Werkbank war das, genau. Dann klaue ich hier. Nee, ich klaue mir erstmal ein paar für Pfeile. Jo, mach ich. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt genug Metall, damit ich die Sense bauen kann. Dann können wir auch ohne Ende nichts besorgen. Okay. Da hinten fliegt irgendwas Leuchtendes. Da jetzt fliegt etwas Leuchtendes? Okay. Achso, es kann auch ein Stern gewesen sein. Es war wahrscheinlich einfach ein Stern. Das sah echt komisch aus. Du musst ja, keine Ahnung, ich dir mal irgendwie zeigen. Ganz komisch. Okay, das Ding, was uns mal getötet hat, ist hier am Strand. Das heißt, allzu weit am Strand dürfen wir nicht langlaufen. Ach so, ja, im Wald rennt, glaube ich, auch sowas rum. Irgendwann werde ich ihn zähmen. Dann werde ich alles damit töten. Warum hast du deine Kiste in der Werkbank? Ich habe einfach nur das reingetan, was ich gerade hatte. Stauraum. Ich habe einfach. Weißt du, ich habe unten extra eine Kiste hingebaut. Ja, und? Die Kiste war in Egon drin. Ich habe sie einfach irgendwo reingepackt. So, egal, dann nehme ich jetzt alle Fasern. Die haben da nichts drin zu suchen. Natürlich, damit baut man. Echt? Ja. Na gut. Dann muss ich dir wohl doch welche übrig lassen. Hallo Egon. Egon ist schon Level 12. Weißt du, der wächst und gedeiht. Allerdings. So, ja, nee, wenn ich jetzt nämlich noch mehr Pfeile habe, dann habe ich jetzt wieder über 20 Stück. Und dann fühle ich mich wieder sicher. Dann kann ich nämlich auf Egon sitzen und alles, was mir entgegenkommt, knall ich einfach an. So. Na, ist gar nicht schlecht. Dann kannst du mit Egon laufen, der hat ein bisschen Last und dann dein Raptor, der dann alle Feinde fertig macht. Ja, richtig. Aber ich muss ihn auch mitnehmen, den Raptor. Weil ich lasse ihn ja unten immer stehen und dann vergesse ich natürlich auch manchmal den Folgenbefehl wieder anzumachen. Hier, komm, Raptorchen, es geht weiter. Ja, mit zwei Dinos ist das Ganze schon ein bisschen besser. Cool. So, was habe ich jetzt alles am Start? Ah, 47. Fleisch ohne Ende. Gutes Fleisch kann ich erstmal braten, dann direkt einlagern, dann haben wir wenigstens ein bisschen Vorrat. Ja. Okay. Ich glaube, wenn man den rechten Joystick drückt, dann quatscht er. Der Egon. Keine Ahnung, was das soll. Okay, macht komische Sachen. Ja, und brüllt rum. Ich drehe mich mal zu dir. Er brüllt rum. Ja. Guck mal, wie klein ich bin. Der ist schon ziemlich groß, ne, der Egon. Alter Schwede. Der ist cool. Also, mal gucken, ob ich jetzt den Weg wieder finde. Muha. Das Abenteuer geht weiter. Ist ja eigentlich nur bergauf, ne? Eigentlich. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Auf jeden Fall zum der Weg zurück, das war auf jeden Fall sehr gut mit dem Turm. Der hat geholfen. Den ist ja gut. Ja. Ich baue mir ein Schwert. Oh ja. Ein Schwert, das ist auch geil. Hallo. Oh. Hallo, Bronto. So. Nein, ich will dich nicht hauen. Ich bin schon noch zu voll von dir. Ich hab mich schon gerecht beim letzten Mal. Dann baue ich eine Sichel. Und dann brauchen wir noch ein Schwert für dich, ne? Ja, jein, eigentlich nicht. Ja. Ich denke, ich werde wahrscheinlich eher weniger Nahkampfwaffen brauchen. Meine Nahkampfwaffen sind meine Dinos. Naja, und ich stehe halt in der. Für den Fall der Fälle, dass du es mal brauchst, hast du es dabei. Ja, gut, das stimmt natürlich.
sagen wir mal, den Raptor kratzt und muss zu Fuß rumlaufen. Ja gut, okay, du hast recht. Das wäre natürlich blöd. Wäre das nämlich denn letzte Woche? Ja. Und im Dunkeln hier rumlaufen habe ich ehrlich gesagt gerade echt Schiss, ne? Dann komm erstmal zurück. Ja. Wir haben genug zu Hause zu tun. Echt? Haben wir? Ja. Okay. Wir müssen den Kühlschrank auffüllen mit dem Pulver. Dann verschiedene Sachen noch bauen, die wir zu Hause brauchen. Vielleicht noch ein zweites Bett. Ja, das stimmt. Aber für ein zweites Bett bräuchten wir noch ein bisschen Leder. Hallo? Ja, und am Strand gibt es viele Viecher, die man töten kann. Das stimmt. Mein Raptor tötet die ganze Zeit Kompis. Diese Kleinen, die uns angehimmelt haben. Ach, da. So. Bleibt erstmal stehen zum Kacken. Natürlich. Das war mir so klar. Das dazu Schwert. Was? Ich überleg grad. Oh Gott, ich hoffe, der Raptor kommt mit. Ja, doch. Hui. So, da kann ich mich irgendwann erstmal stehen lassen. Weil zum Tiere jagen ist der Raptor besser geeignet. Lalalala. Spring doch mal. Oh. So, kommt der ganze Kack da rein. Der ganze Kack. Yeah. So, Zeit mal die Truhen ein bisschen auseinander zu pflücken. Alles rauszuholen, was wir oben brauchen. Okay. Ach, wir haben noch so ein Fiomia, oder? Nee, das Parasaurus-Sattel. Okay, wir haben noch ein Parasaurus-Sattel. Da haben wir noch Zündpulver, Öl, den Kram. Hihi. Was hiehst du hier durch die Gegend? Ich habe eine Ente getötet. Oh. Oh. Was ist los? Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Ne? Organischer Polymer. Ah, von der Ente oder was? Not bad. Das heißt also, wenn wir das nochmal brauchen würden, wüsste ich jetzt, wo wir das herkriegen. Na gut, dann wird jede Ente getötet, die wir sehen. Ja, allerdings. Das ist cool. Ja, gut zu wissen. So, was brauchen wir noch ganz dringend zu Hause? Muss ich gucken, wie bist das aussieht. Bist du weit weg? Ich bin zu Hause. Nee, alles gut. Ich meinte den einen Vogel, den ich abknallen wollte. Der ist zu weit weg gewesen. Wolltest du gerade abziehen sagen? Wolltest du ihn abziehen? Ja. Ich wollte eigentlich abziehen sagen, ja. Aber das wäre das falsche Wort. Nee, den. Hier sind ganz viele von diesen Flugtierchen. So, dann müssen wir auch langsam losziehen und wieder das ganze Metall da wegfahren. Ja, weißt du, sagst du jetzt so wieder. Ja? Vorhin hast du gerade eben hast du noch gesagt, dass wir zu Hause genug zu tun haben. Ja, nachts über. Weil nachts möchte ich auch nicht reinreiten in den Wald, weil es so dunkel ist. Sieht ja nichts. Ja. Richtig. Das ist ein Kerl. Ist gerade wirklich ein Dino gewesen. Ja. Kommt her, klaut mir eine Beere und geht. Die sind so frech. Schweinerei. So. Wenigstens wird es jetzt einigermaßen hell. So. Ja, nee, dann komme ich
Ich habe jetzt zwar nicht so viel gefarmt, wie ich wollte, aber es war jetzt auch bloß das Ende der Nacht. Ja, also du kannst ruhig auch schon auf dem Hügel laufen. Obwohl die Zeit ist abgelaufen. Jetzt, ich wollte gerade sagen, richtig. Also es würde sich jetzt nicht lohnen, loszulaufen. Aber was ich machen kann, ist die gefarmten Dinge sicherstellen. Weil falls wirklich irgendetwas wieder passiert... Oh, der Raptor hat sie. Falls wirklich irgendetwas nochmal sein sollte, dann ärgern wir uns sonst die Wurst. Ja gut, aber ganz ehrlich, Polymer sieht auch schon so aus wie Entengrütze. Sollen Platten sein? Was für Platten? Diese unglaublich robusten und leicht gewichtigen Platten werden wohl in natürlicher Weise von manchen Kreaturen produziert. Sehr giftig für den Menschen beim Konsum. Hey? Ach cool. Wenn man Select gedrückt hält, dann zeigt er ja auch alle Dinos an von dir. Mit dem Pfeil, wenn du sie anguckst. Okay, cool. Du fragst dich nur, wie die Reichweite davon ist. Guck mal zu uns auf die Basis. Nee, da ist nichts. Ja, stimmt. Muss glatt mal gucken. Weil ich konnte ja eigentlich auch schon neue Klamotten lernen. Aber das waren die ganzen Buschsachen, ne? Das waren die Buschsachen. Stimmt. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Grafik. Aber genau, stimmt. Ich wusste doch, aber das war das. Für die Buschsachen war nämlich... Ich wusste, irgendwo habe ich das schon gesehen und wollte wissen, wo es das gibt. Weil für die Sachen brauchst du das nämlich. Das organische Polymer. Wahrscheinlich nicht gerade wenig, oder? Na, für die Hose 8. Und den Brustpanzer 6. Die Maske 5. Die Handschuhe 3 und die Stiefel 4. Und ich habe jetzt 3. Also immerhin. Also von einer Ente 3 so eine Dinger. Ach, von einer Ente? Naja, von einer Ente. Wahrscheinlich mit dem Dino geerntet, ne? Vielleicht geht's per noch ein bisschen mehr. Ach so, ja, das kann sein. Aber das ist natürlich immer der Nachteil. So, dann komm mal nach Hause, ich mach die Tür zu und dann... Ich meine, ich leg mich ins Bett, du kannst die Tür zubringen. Schweinerei. Ja, so läuft das, ne? Such dir ein eigenes Bett. Das hab ich gebaut, das ist meins. Mein Bett. Mein Nö. Bett. Wenn ich hier auf dir rumspringe. Mein Bett. Nein, okay, alles klar. Lassen wir das und ich würde sagen... Weib schlaf auf dem Boden. Tschüss. Tschüss.